In der siebten Minute ein Freistoß für die Zürcher. Mazzarelli beim Ball. Und der noch nicht 19-jährige Tarone. Pulver im Tor der Werder, ein sicherer Wirt. Der FC Zürich blieb tonangebend. In der neunten Minute war zu Tarone, der diese gute Möglichkeit verstolperte, statt sofort zu schießen. Bobhauten, sehr nervös, sein Offensivkonzept zu Beginn hatte nichts gefruchtet. Noch hatten die Berner keine einzige Torchance herausgespielt. In der 22. Minute kam diese dann, nach einer verunglückten Zürcher Abwehr, für den Ghanaisen Anuobe. Stiel hielt sicher. Zürich weiterhin überlegen, im Abschluss aber oft überhastet. Was kommt an den Ball hier und zum Schluss Tarone. Wieder nicht. Nach einer halben Stunde der dritte Corner für die Young Boys, Moser und Negros. Das überraschende 1:0. Der 22-jährige Rashid Negros, 22 Mal in der marokkanischen Nationalmannschaft eingesetzt, brachte seine Mannschaft entgegen dem Spielverlauf in Führung. Ein wunderschönes Kopftor des Marokkaners. Die Reaktion der Zürcher, die 36. Minute, der internationale Jörg Studer verfehlte das Ziel. Die Young Boys kamen jetzt etwas besser ins Spiel. In der 38. Minute eröffnete sich ihnen nach mehreren Fehlpässen beiderseits eine große Chance zum 2:0. Der 20-jährige Jalanza, aus offside-verdächtiger Position gestartet, vergab. Dann war noch einmal der FCZ an der Reihe. Und zwar mit Herbert Waas, der aber nur den Pfosten traf. Halbzeitstand 1:0 für die Young. Nach der Pause starteten die Berner selbstsicher mit einem guten Angriff, den Hartmann nicht wunschgemäß abschließen konnte. Eine Stunde war gespielt, als Waas wunderschön Möller lancierte. Weiterhin 1:0. Die 62. Minute, Moser und Tarone mit der Hand. Penaltyentscheid des ausgezeichneten und auch hier gut postierten Schiedsrichters Werner Müller. Auch die Zeitlupe beweist nichts, aber eben Müller sah es von seinem Standort aus besser als unsere Kamera. Die Verantwortung wurde dem jungen Gaetano Jalanza übertragen. Er bedankte sich für das Vertrauen. IB führte 2:0, so etwas wie die Vorentscheidung. Peter Möller bekam wenig später nach einem Mazzarelli-Pass die Gelegenheit, seine Torschützenqualitäten zu beweisen. Wieder vergab der Däne knapp. Zürich entblößte nun die Abwehr, die 79. Minute. Der hervorragende Aduobe. Hartmann völlig ungedeckt, nicht im Offside, das 3:0. Der FC Zürich geriet jetzt mehr und mehr von der Rolle, ließ auch jeglichen Kampfgeist in der Schlussphase vermissen. Und zu Unrecht die Reklamationen der Zürcher verteidigt. Die 84. Minute, noch einmal Jalanza, das 4:0. Resultatkosmetik zwar nur noch, aber gut für Selbstvertrauen der Young Boys, die ihren ersten Saisonsieg so richtig auskosten konnten. Nur 4 Tore hatten die Young Boys in den ersten 7 Spielen geschossen, heute gleich 4 in einer Partie. Zürich musste bisher 8 Tore kassieren, jetzt an einem Abend 4.